meine, was ich noch spannender finde, ist von Minis Forum kommt jetzt ein Surface-Konkurrenz, also ein Tablet mit AMD-Prozessor. Und du kannst halt natürlich eine Tastatur so magnetisch anstecken. Also es ist das weltweit erste AMD-Tablet oder AMD-Windows-Tablet. Das hat ganz schön, ja, das sagen wir so. Also für ein Tablet ist es definitiv zu wahrscheinlich zu mächtig von der Leistung her. Aber ja, da geht schon was. Für Also du ein kannst Tablet hat sogar was cool. sogar recht interessante Anschlussvielfalt. Ja, du kannst sogar als Beispiel dein Nintendo Switch anhängen übers Ja, Dock. ich sehe gerade, weil nicht nur über Stock. Was? Wie? Ja, mit was anderem, ja. Ist das Stock? Da ist es Dock, glaube ich, in dem Fall dabei, ja. Warte mal. Sind die I/O-Ports auf dem Dock oder auf der Tastatur? Nein, nein, die sind schon auf dem Dock oder auf dem Tablet. Nein, nein, aber sind wohl auf dem Tablet drauf. Weil das Tablet hat sogar einen DisplayPort-Eingang. Du kannst das Tablet als Monitor Richtig. verwenden. Ja, richtig, ja. Das ist ziemlich cool. Also es heißt halt V-Link, ja, Ja, Display-in, DisplayPort ja. in dem Fall, ja. Ja. Ja, hat sogar einen Fingerprint-Sensor drin auf der Seite und ein paar USB-4-Steckplätze. Und ein, ja, Klinkenstecker. Cool. Also ist für ein Tablet, ja, ich meine, ich weiß nicht, was es kostet. Ja. Das steht da nicht. Aber es ist cool, dass es jetzt sowas mit dann AMD-Prozessor gibt. Cool. Natürlich muss man sagen, das hat natürlich einen Lüfter drin. Also das wird sonst nicht gehen. Ja. Also das ist nicht so, dass das, wie man das von anderen Tablets kennt, dass das lüfterlos ist. Ja, es ist ja auch der 20 Watt APU Richtig. drin, also Ryzen 7 8840U. Ist das ein Custom wieder? Ryzen Ich 7 8840. vermute Naja, das mal. schaut wieder ganz nach einer Custom. Ah, na, ist das schon. Nice, ist ein Laptop-Prozessor, ja. Ein Refresh vom 7840, okay. Also ist komplett Standardware, also ist nicht einmal angepasst. Okay, ja. Okay. Interessant. Weil die Leistung nicht übel ist. Wow, ja. Na? Und ich schätze mal, es wird billiger sein als ein Surface mit Tastatur. Ja. Würde ich jetzt schätzen. Also Minis Forum kann ich mir nicht vorstellen, dass die gleichen Preise Nein, 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 aufruft. nein, 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 sicher nicht. Okay, cool.